heute habe ich die Carmen von den veganen Familien oder von www.veganefamilien.de, den Blog und die Website kennt ihr sicher, hier bei mir sitzen. Und Carmen wird uns ebenfalls auf der FEBUB 2017 am 18. und 19. November in Bochum beehren mit einem Vortrag. Hallo Carmen, schön, dass du heute hier bei mir bist. Hallo, du liebe Katrin. Carmen, ich stelle dich mal kurz vor. Es ist allerdings so, das sage ich gleich dazu, Carmen hat ein sehr, sehr breites Spektrum und sehr viel Wissen und gerade in den letzten Jahren ganz viele Ausbildungen, Weiterbildungen, Fortbildungen gemacht. Carmen ist Ernährungsberaterin und hat den Schwerpunkt vegane Schwangerschaft, Stillzeit, vegane Familien, wie ja auch deine Website schon besagt. Gleichzeitig machst du gerade die Weiterbildung, Ausbildung zum Heilpraktiker und zum bindungs- und beziehungsorientierten Eltern- und Familienberater. Ich hoffe, ich habe jetzt den Namen richtig genannt. Prima, hat geklappt. Und Carmen, vielleicht stellst du dich auch noch mal kurz selber vor. Erzähl uns was von dir und von deiner Arbeit. Ja, genau. Also ich habe ja selbst 2 Kinder und die sind 12 und 2, also haben 10 Jahre Altersabstand. Und ich habe eben durch die 2. Schwangerschaft mich mit dem Thema vegane Ernährung mehr in der Schwangerschaft beschäftigt und kam eben so dazu, mich eben so weiterzubilden, also zu dem Thema, wie macht man es in der Schwangerschaft richtig und wo kriegt man diese Informationen her? Also habe ich eine Ausbildung gemacht bei den Paracelsus Heilpraktikerschulen zum ganzheitlichen Ernährungsberater und dann habe ich noch einen Fachberater für vegetarische und vegane Ernährung gemacht und diverse Seminare über den UGB zum Beispiel, um dieses Vegan-Thema komplett reinzukriegen. Und da wurde ich das erste Mal dann so konfrontiert mit dem Thema Esserziehung und was sind so die die anderen Faktoren abgesehen oder jenseits von der reinen Kalorienbefriedigung und satt werden. Und es hat mich total gepackt und ich wollte natürlich noch weiter in die Tiefe gehen. Diese Heilpraktiker-Geschichte war tatsächlich zuerst sogar, ich wollte den Heilpraktiker für Psychotherapie machen, ursprünglich. Und habe dann aber gemerkt, ich habe da sehr viel abgedeckt, also auch von der Heilerlaubnis in dem großen Heilpraktiker. Mhm. Also ich habe sozusagen beide Bereiche drin. Deshalb habe ich eben das gleich sozusagen in Angriff genommen. Und dann über diese Heilpraktikerschule begegnete mir dann Katja Saalfrank. Und dann dachte ich, ach Mensch, das ist ja auch voll mein Thema jetzt gerade. Ich habe ein Kind, der jetzt so in die Pubertätsphase geht. Und einer, der ist jetzt so kurz vor der Autonomie. Und ich bin ja alleinerziehend. Wie kann ich das überhaupt schaffen? Weil ich habe es ja, also ich habe einen super coolen Vergleich. Ich habe A, den Vergleich von einem Kind, wo die Schwangerschaft und auch das ganze Kindesalter komplett mischköstlich war. Und ich habe einmal das ganze Thema vegan. Und ich habe einmal eine Kindererziehung versucht, ähnlich wie ich sie genossen habe. Nur quasi, ich wollte alles besser machen. Aber trotzdem sitzt man ja so in diesen alten Mustern fest. Und habe mich natürlich an das gehalten, was so empfohlen wurde. Sprich, also das Kind schläft im eigenen Bett, im Elternschlafzimmer und so weiter. Ne? Also du hast dann mehr Gläschen gekauft, mehr die Pampers benutzt und mehr so. Und jetzt habe ich es einmal quasi komplett krass anders. Habe natürlich alles vegan gemacht, habe gleich von Anfang an Familienbett gemacht, habe viel getragen, habe Stoffwindeln benutzt. Und also ein kompletter Gegensatz. Und habe für mich echt gemerkt, wo die Wahrheit ist. Und wo der große Vorteil ist. Und deshalb merke ich halt eben, diese Brücke ist total wichtig. Also so dieses Verlassen auf sich selbst, auf sein eigenes Gefühl, auch das der Kinder und eben diese Bindung und Beziehung in den Mittelpunkt zu stellen bei der ganzen Erziehung, dass am Ende ist es einfach ohne Krieg und mit viel mehr Frieden und Harmonie im Familienalltag. Und da kommt natürlich dieser Ernährungsfaktor ganz viel rein und ich habe gemerkt, weißt du, ist so meine Aufgabe, was ist so meine Mission jetzt irgendwie momentan und
Das ist tatsächlich eben so dieses, wie sieht es mit der Ernährung aus? Also insbesondere bei veganen Kindern, aber das haben wir natürlich jetzt, wir haben so viele verschiedene Ernährungsformen, die jetzt oft angesagt sind oder wo die Eltern gerne hätten, das ist so und so. Wie sieht es denn halt aus mit dem Bindungs- und Beziehungsaspekt am Esstisch? Was machen wir zum Beispiel, also bei den veganen Kindern ist das ja ein großes Thema, wenn wir jetzt die veganen Kinder quasi nötigen, dass sie auf jeden Fall immer vegan essen müssen, auch außerhalb des Zuhauses, so, was passiert dann? Machen wir die dann total zu Außenseitern? Mhm. So. Das ist so der Weg und das ist eben der Grund, warum ich eben diese ganzen Sachen so mache, dich mache. Und das Ende ist jetzt nicht in Sicht. Also ich habe schon so diverse andere Ideen, was ich dann noch machen will. Und ich glaube, dass ja am Ende fügt sich das dann alles, wo dann so meine Lücke ist. Aber da sehe ich sie momentan und da merke ich, dass da ganz, ganz viel auch noch zu sagen ist. Und ja, das klingt auch so. Als hättest du sozusagen aus der eigenen Erfahrung ganz viel Kraft geschöpft und da ja so eine neue, in Anführungszeichen, naja, wir haben gerade schon gesprochen, du sagtest, eine wirkliche Nische ist es eigentlich, aber als hättest du da tatsächlich auch einfach Bedarf sozusagen entdeckt, nämlich die Frage, was hat eigentlich so die Bindung zum Kind, die Beziehung zum Kind wiederum mit der Ernährungserziehung zu tun? Das hat ja nicht nur was, das bezieht sich ja nicht nur auf vegane Familien, sondern auf eigentlich alle Familien. Ne? Also Erziehung, ja, ne, fängt ja nicht nur am Esstisch an. Und jetzt wirst du uns auf der FEBUB mit einem Vortrag besuchen, der genau diese Thematik anspricht. Also der behandeln wird, was hat eigentlich die Bindung zum Kind, was hat eigentlich unsere Beziehung mit der Erziehung zu Ernährung zu tun. Was erwartet uns im Vortrag? Ja, also grundlegend ist ja so heutzutage die Entwicklung leider bei ganz, ganz vielen so, dass auch bei Eltern häufig, man sitzt da am Rechner, ne, und isst nebenbei und, oder hat das Handy dann da und also das kennt man selbst, man rutscht so in dieses Ding und die Kinder nehmen sich ihr Essen mit und setzen sich auch vom Computer oder es geschieht häufig gar nicht mehr so wirklich, dass die Familie am Tisch sitzt und so diese ganzen Sachen, also warum, ne, also dass man wirklich das Essen auf den Tisch stellt und jeder sich auf, also nimmt, so viel er möchte, nachnehmen kann und so. Das ist alles dieses Gefühl von Gemeinschaft, also dieses Beziehungsgeschehen am Esstisch ist einfach total wichtig. Das ist eine Familienzeit, das vermittelt natürlich Werte, das vermittelt ganz viel Esserziehung. Wir können es den Kindern vorleben, wie man wirklich isst. Und es ist eben halt auch, es kommen immer so viele Fragen, was das Kind isst nicht genug, was ist denn eigentlich genug oder warum möchte das Kind jetzt eigentlich auch nicht essen? Häufig, also wir haben es ja so typisch Autonomiephase, ne? Dass plötzlich die Kinder ganz viel Essen ablehnen. Und warum ist das so und warum ist es auch gut so? Also was sind diese großen Vorteile der Autonomiephase oder auch der Pubertät, die uns Eltern so oft auch verzweifeln lassen? Es sei denn, du hast jetzt ein Hobbyesserkind, ja, was eben in dem Bereich jetzt kein Problem macht. Problem hört sich jetzt schon wieder so gemein an, ja, aber Problem für die Eltern im Kopf. So, aber das könnte natürlich, aber Hobbyesserkinder hat man häufig ja eher so diese andere Thematik. Dann wird es zu viel. Also du hast eher so immer so, meistens hast du die Idee, das Kind ist entweder zu wenig oder das Kind ist irgendwie zu viel. Es geht in die eine oder andere Richtung. Warum ist das so? Wie viele Kontakte braucht ein Kind überhaupt mit Lebensmitteln, um das auch zu akzeptieren? Ne? Also was steckt dahinter und was ist auch das Schöne daran? Eben das ganz, ganz anders zu sehen, ist auch für die Eltern eine wahnsinnige Beruhigung und so. Und das kann ich natürlich auch mit dem Hintergrund als Ernährungsberaterin, die sich natürlich auf diese sensiblen Lebensphasen konzentriert, das auch noch mit vegan, also quasi in so im Worst-Case-Szenario. Ja, genau. Ja, ist ja so. Ja, kann ich natürlich ganz, ganz viel Beruhigung auch geben und Wege aufzeigen. Was sind irgendwie einfach so
diese ganzen Funktionsbereiche einer Mahlzeit überhaupt. Weil wir haben ja eben nicht nur diesen physiologischen Funktionsbereich, dass wir halt essen wollen, weil wir Nährstoffe brauchen und Energie brauchen, sondern wir haben ja soziale Komponenten, dass wir miteinander am Esstisch sitzen. Ja, wir haben ganz viel, was psychologisch passiert in dem Moment. Und wir haben eben diesen pädagogischen Funktionsbereich, wirklich zu sagen, das ist unsere Kultur, das ist unsere Esskultur. Ja? Also wir essen ja in der Regel mit Messer und Gabel. Der Vater von meinem Kleinen, der ist ja halb Nigerianer. Ich war auch in Nigeria. Wenn man jetzt traditionell essen geht, kann man dort auch noch mit der Hand essen. Also es ist ja in vielen Kulturen üblich. Ja, es ist ganz, ganz viel... was wir vermitteln können den Kindern. Und dann gibt es natürlich noch ein paar Tricks und Kniffe und so weiter, um halt zu sagen, wie kriegt man das Gemüse trotzdem? Warum mag das Kind jetzt wirklich tatsächlich gekochtes Gemüse nicht, aber Rohkost funktioniert ganz gut und so? Also was steckt dahinter? Das ist halt ganz interessant. Also wenn man so ein paar grundsätzliche Esserziehungsregeln sind eben okay, ne? Wir sitzen zusammen am Tisch, wir haben das Essen auf dem Tisch, jeder nimmt sich und die Kinder haben einfach eine bestimmte Anzahl von Kontakten, die sie dann brauchen, um auch ein neues Lebensmittel zu akzeptieren. Wie macht man das, wenn man neue Lebensmittel einführt? Solche Sachen. Also da gibt es schon auch Regeln, in Anführungszeichen, oder auch Tipps für die Eltern und Regeln im Umgang miteinander, die aber eben diese Bindung und Beziehung auch wieder unterstützen. Ja. Und es ist eine große Herausforderung, gerade wenn man mäkelige Esser so hat bei den Kindern. Ja. Und jetzt, was würdest du sagen, der Vortrag, du hast jetzt gerade gesagt, es ist eine große Herausforderung, gerade wenn man mäkelige Esser hat, aber der Vortrag richtet sich ja nicht nur an Eltern mäkeliger Esser, sondern an wen würdest du sagen, richtest du deinen Vortrag, für wen ist er wichtig? Also ich finde das tatsächlich interessant für alle ab dem Thema Schwangerschaft, weil ich möchte auch oder ich werde auch diese Geschmacksentwicklung auch schon aufgreifen zum Beispiel. Wann findet die statt? Und es geht ja schon in der Schwangerschaft los. Das heißt, wie macht es am besten mit dem Familientisch? Also das heißt, die Kinder gewöhnen sich schon an den Geschmack des Familientisches schon in der Schwangerschaft, also durch das Fruchtwasser. Dann geht es natürlich weiter, ne? Über die Stillzeit. Der Geschmack der Muttermilch ist entsprechend verändert. Und dann auch dieses Thema, ne, Beikost. Warum ist es dann eben halt auch wichtig, das selbst zu kochen? Weil das tatsächlich schon ganz, ganz viel Weg ebnet für den gemeinsamen Familientisch und für das Essen, das da ist. Da kann man schon eben so, wie ist das überhaupt, diese ganze Entwicklung? Und das geht in der Schwangerschaft los. Also es ist für alle Eltern eigentlich interessant. Schön. Also ja, wir werden noch viele andere Referenten haben, die über das Thema Bindung und bindungsorientierte Elternschaft sprechen, aber Carmens Vortrag ist tatsächlich der einzige, der den Ernährungsaspekt mit reinbringt und es war auch tatsächlich so ein bisschen mein Wunsch und mein Thema. Wir sind selber eine vegane Familie, das weißt du, und ich finde das auch ganz wichtig, dass auch gerade so langsam auch diese Thematik auch mal so, ja, nicht nur natürlich bei Eltern ankommt, wobei ich das Gefühl habe, Eltern sind sowieso ständig im Wandel und sind offen für neue Aspekte. Aber auch vor allem im fachlichen Bereich, also Kitas oder Ganztagsschulen, ne, wo einfach gemeinsam gegessen wird. Also dass einfach wirklich auch mal sozusagen die Message rausgeht, hört mal, Essen ist nicht einfach nur Essen, sondern Essen hat noch andere Komponenten und eine davon ist eure Gemeinsamkeit, ja, eure Bindung zueinander, eure Beziehung untereinander, zueinander. Mhm. Und das, finde ich, ist ein sehr spannendes Thema und da bist du auch die Einzige auf der Facebook, die darüber reden wird. Sehr gut, das freut mich total. Ja. Ich bin natürlich ganz besonders nicht nur, weil Carmen und ich befreundet sind, sondern auch, weil ich weiß, dass sie ordentlich was die Thematik angeht, wirklich auch auf dem Kasten hat. Und ich glaube, dass das wirklich, ja. Also, jetzt haben wir nur ein paar, ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt, jetzt haben wir nur ein paar Minuten gequatscht, aber auf der Febo hast du 90 Minuten Zeit. Ich bin auf jeden Fall da. Ich werde mir das anhören. Man lernt ja nie aus. Ich freue mich ganz, ganz, ganz dolle, dich da bei uns begrüßen zu dürfen am 18. und 19. November in Bochum auf der Facebook. Carmen, vielen Dank für deine kleine Vorstellung hier, für deine Zeit heute. Und danke dir.
Gerne, gerne. Und ja, dann. Freut mich ganz doll. Ich mich auch. Ganz toll. Wir sehen uns im November, allerspätestens. Danke dir. Ja.